lohnt es willkommen von Espen Svea Jesse und es gibt mal ein kurzes Feedback-Video. Eigentlich wollte ich bis nach der BlizzCon warten, um ein Video zu machen, um die gesamten Geschehnisse der BlizzCon zusammenzufassen, aber aufgrund der Emotionen, Reaktionen, Kommentare und seit den frühen Morgenstunden nach dem gestrigen Announcement gibt es natürlich auch mal meine zwei Cent als ein kleiner Diablo-Streamer und jemand, der jetzt in den letzten Jahren doch über 1500 Diablo-Videos gemacht hat und vielleicht nicht ganz so begeistert ist, wie man sich das zuerst gedacht hätte. Mal ganz kurz für alle, die BlizzCon nicht gesehen haben, also wir werden dann vielleicht nochmal separat, dass sie mich der Thematik annehmen, aber es geht eben momentan darum, und zwar wurde Diablo Immortal announced und das Ganze ist fürs Handy. Also ihr könnt es ja sehen, verfügbar iPhone, iPad und Android. Das war etwas, Diablo Goes Mobile, das konnte ich mir persönlich selbst gar nicht erst vorstellen. Das konnte ich mir gar nicht denken, dass es sowas überhaupt geben wird, dass ihr wirklich Diablo es aufs Handy macht. Ja. Es sollte auch zwischen Diablo 2 und Diablo 3 angesiedelt sein. Wir werden uns das auch gar nicht so im Detail anschauen, was es ist, ob es gut, schlecht aussieht. Also Faktum ist einfach, dass die Leute natürlich relativ enttäuscht sind. Ja, und zwar deswegen, weil wir wollen einfach, beziehungsweise die Community und auch ich, wir wollten einfach was für Diablo haben, für das Spiel, das wir spielen, das wir lieben, das so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Dafür wollten wir Content haben. Und es ist auch ganz okay, also man hätte das vielleicht auch mit dem Announcement so machen können, ja, pass auf, Diablo 3 geben wir euch das und dazu parallel gibt es dann nochmal Diablo in einem anderen Spieleversion, gibt es das Ganze dann nochmal für die mobile Station, denkst du so, ja, okay, meine Güte, Diablo Mobile kommt raus, ist okay, na, Handy, hat er eh gefragt, hier, Handy, ihr habt doch alle ein Handy, Handy haben wir, ich schreibe auch mehr WhatsApp-Nachrichten, beziehungsweise schreibe auch teilweise noch SMS-Nachrichten, ne? Haben wir alles, okay. Ich weiß zwar nicht, ob es auf meinem anderen Handy, auf meinem 3210er geht, auf den Nokia, da muss ich nochmal nachfragen, ob es dann auch verfügbar sein wird. Das sehen wir mal. Aber momentan ist es eben der Stand so, dass aktuell für Diablo 3 nichts kam. Kann sich natürlich noch ändern, nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben noch 2 Tage BlizzCon, ne? Um mal optimistisch zu bleiben. Und ansonsten, dass eben das Ganze auf Mobile geht. Die ganzen anderen Announcements mit WoW Classic Server Sommer 2019, das Warcraft 3 Reforged dann auch schon nächstes Jahr, das wurde alles weggespült von dem Diablo-Announcement. Also die Reaktionen sind verständlich und so weiter. Also auch ich persönlich kann dazu nur sagen, ich bin Diablo 3 Spieler, ich mag Diablo 3 und ich werde auch weiterhin Diablo 3 spielen. Na, nach dem Motto, Diablo 3 ist tot, es lebe Diablo 3, ja. Wenn ihr keinen Content geben wollt und so weiter, okay, dann werde ich es halt einfach weniger spielen, aber ich werde die Season mitmachen. Ich bin auch sicher, der ein oder andere bei der Community wird auch noch weiterhin mitziehen. Es werden natürlich viele gehen, ist ganz klar. Es gab jetzt ein Jahr keinen neuen Content. Mal schauen, ob sie das wirklich beinhart durchziehen auf länger. Also ich gehe mal davon aus, aufgrund der doch nicht ganz so positiven, sondern eher doch sehr stark negativen Aufnahme von ihren Mobile Game auch zu Recht. Ich muss da jetzt wirklich sagen, ich bin ja eigentlich schon so eher sehr positiv zu Blizzard eingestellt, weil die halt einfach gute Spiele gemacht haben. Aber er verspielt hier den Bonus. Ich muss da wirklich sagen, Burschen, ihr verspielt euch hier den Bonus, den ihr über Jahre aufgebaut habt, und zwar einfach das blinde Vertrauen der Community, ja. Das blinde Vertrauen der Community, das wurde jetzt hier mit dieser BlizzCon zu einem sehr großen Teil verspielt. Weil es war einfach so, Blizzard macht was, es wurde gekauft. Macht dir nichts vor, ja, Warcraft wurde announced, wurde gekauft, Diablo wurde announced, wurde gekauft, World of Warcraft, 7. Add-on, 8. Add-on, egal. Wird einfach gekauft, wird einfach mal gespielt, weil die Jungs einfach ein solides Spiel hatten. Ja, aber jetzt hier mit dem, es kann vielleicht auch ein gutes Spiel sein, also Kraxel war ja zum Beispiel drüben, wir switchen vielleicht nochmal kurz rüber, es kann ja auch ein gutes Spiel sein, es sieht auch von der Steuerung, von den ganzen Effekten und so, das mag alles sein, ja, aber es ist eben nicht das, was die Community erwartet hat, und ich sage mal so, wenn ich wo in Österreich zum Beispiel, na, wenn ich in ein Gasthaus gehe oder in eine Pizzeria gehe und eine Pizza bestelle und dann kriege ich vegetarische Nudeln, dann bin ich auch nicht sehr amused. Ne? Ist einfach so. Ne? Wenn ich was bestelle und was anderes kriege, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Und das ist jetzt hier mehr oder weniger, so, ich muss das nochmal wegtun, in diese Richtung passiert. Also jetzt sieht es halt so aus, das ist mal hier das Statement für meine Community, für die Jungs. Ne? Ich weiß, es sind harte Zeiten, auch für den Buddy. Buddy, ich weiß, dich hat es besonders hart getroffen. Ne? Wir tauchen durch, wir haben jetzt ein Jahr Diablo gespielt ohne Content, wir werden es auch ein bisschen weiterspielen. Aber
Konsequenzen wird es geben. Ich mache einen Store Poll, ich haue den unter dem Video rein. Wir werden andere Spiele auch spielen. Ja? Ich habe mir jetzt BOE wieder installiert, sage ich ganz ehrlich. Es soll eine ganz gute Season kommen. Dann werden wir BOE mal wieder eine faire Chance geben. Werde jetzt haben wir die Zeit. Ich hatte bei BOE immer nur so 10, 15 Stunden Zeit. Jetzt haben wir dann die Zeit für POE. Wir haben die Zeit, um nochmal bei Wulsen ein bisschen Gas zu geben und die Leute zu panischen. Und wir haben natürlich die Zeit, uns auch vielleicht den einen oder anderen vorzutragen. Das bedeutet also, für euch ist die Aufgabe, wenn ihr gute Spiele kennt, die aus dem Genre kommen von Diablo, postet das einfach in die Kommentare. Wir haben die Zeit, wir können jetzt wieder mehrere Sachen im Stream anschauen. Also es hat alles immer, jede Medaille hat zwei Seiten, sage ich. Das haben wir hier auch. Ja. Und für mein Statement ist, ob ich das jemals spielen werde, diese mobile Version. Ich wollte jetzt eigentlich mal gleich freiweg sagen, nein, als Protest, weil es nichts für Diablo 3 gab. Und wir bleiben einfach mal dabei. Also momentan ist das Statement, nein, ich habe es nicht vor, das mobile Universum zu spielen. Ich werde mich vielleicht umentscheiden, wenn in der Zwischenzeit wieder was für Diablo kommt. Also wenn sie jetzt das Dreier nicht komplett wegschmeißen, sondern sagen, ja okay, Burschen, da und da kommt wieder mal was, dann gibt es das vielleicht additiv dazu, weil ich spiele auch Diablo jetzt auf der Switch ein bisschen, weil es halt Spaß macht, weil es die Konsole ist, eine andere Steuerung hat. Aber auch alle, die das jetzt auf der Switch haben, fühlen sich auch ein bisschen verarscht. Kann man auch nachvollziehen, ja. Aber man kann ihnen trotzdem eine faire Chance geben. Also ich denke mal, es wird jetzt auf jeden Fall noch eine Welle werfen. Ganz sicher. Ist auch voll begründet, ne? Fresst ja nicht die Neu. Lasst alles raus. Lasst alles raus, ja. Ich habe auch noch ein paar Jokes für euch. Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Ich habe nämlich noch ein paar Witze, damit ihr nochmal lachen könnt, bevor das Video zu Ende ist. Die lesen wir dann am Ende vor. Aber im Endeffekt ist es so, ich weiß, ihr seid frustriert, schreibt es auch ruhig in die Kommentare. Wir können es gerne nochmal abgeben. Also die Kommentare, das wird ja immer alles getrackt und zusammengefasst. Ihr könnt das gerne hier in die Kommentare, eure Erwartungen, was ihr davon haltet und so, könnt ihr alles abgeben. Konstruktiv, bitte nicht zu krass negativ. Also wir wollen jetzt nicht unbedingt Kommentare löschen, weil 37.000 Schimpfwörter kommen, bevor der erste Kommentar kommt. Also ihr könnt eure Meinung äußern, das ist euer Recht, das solltet ihr auch auf jeden Fall tun, ja. Ihr könnt auch das Video, den Daumen hoch geben, ja, ich weiß, es werden alle Diablo-Videos runtergerankt, weil der Inhalt halt einfach für fix ist. Ich kann da nichts dafür, ne. Wir können hier die Gegenbewegung machen, ihr liked alle das Video und schreibt in den Kommentaren, was euch nicht gefällt. Oder ihr macht einfach beides, ja, was es auch immer wird, ihr könnt das euch selbst entscheiden. So. Jetzt hier aber nochmal zu den Witzen, damit ihr was zum Lachen habt. Ich glaube, ich fange gleich mal. Warte, ich habe einen richtig guten, mit dem muss ich mal kurz anfangen. Ach, ich habe selbst gelacht. Und wenn ich jetzt auch nur alleine lache, ist mir auch egal. Ich fand es richtig witzig, ja. Genau. Eine Sache, dass das teuerste iPhone nicht kann, Freunde. Ja, ihr wisst ja, die iPhones, da kommt die nächste Generation immer, die sind ja schon relativ teuer. Nennt mir eine Sache, die das teuerste iPhone der Welt nicht kann. Den Hexendoktor. Badabusch. Mir hat es richtig gut gefallen, richtig gut. War noch nicht alles, ne? Der schnellste Weg, 10% auf den Aktienmarkt zu verlieren, einfach mal Blizzard fragen. Badawusch. Der war auch noch gut, einen habe ich noch. Was haben Plagen und Baskinator gemeinsam? Jetzt nichts mehr. Badawusch, weil sie beide Hexer gespielt haben. Also falls ihr Plagen oder Baskinator nicht kennt, ist auch nicht böse gemeint, Jungs, aber der musste halt leider sein, ja. Und pass auf, eine noch, last but not least. Was hat der PC, die Xbox, die PlayStation 4 und die Switch-Konsole gemeinsam? 7 Diablo-Klassen. Badawusch. So, ich hoffe, damit konnte ich euch den Tag noch ein bisschen versüchen. Wenn ihr auch noch ein, zwei Witze habt, schießt die raus. Ich werde sie im Stream gerne vorlesen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer für Glück, viel Spaß in Klammer mit einem traurigen Smiley und bis zum nächsten Mal.